Ich stehe mal wieder bei der Firma PV Automotive. Wie soll es auch noch sein? Das ist ja PV Live. Ja? Deswegen haben wir natürlich hier eine Vorhut. Und ich stehe bei Karl. Servus, Karl. Hallo, Sydney. Du machst ja einen speziellen Bereich bei PV Automotive. Sehr, ja, ich sag mal, sehr klamottenlastig, ne? Sehr emotional, würde ich mal sagen. Natürlich, Arbeitsschutz ist nicht so typisch wie so ein Kfz-Brief. Arbeitsschutz ist halt eine Sache, da muss man sich für wohlfühlen. Da muss man halt auch mal einen Tragetest machen. Und am Ende ist dann halt das Ergebnis, der Kunde akzeptiert den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit ist gegeben. Ja, aber warum ist das eigentlich so, dass noch so viele ohne persönlichen Arbeitsschutz oder Ausrüstung arbeiten in den Werkstätten? Woran liegt das? Also zuerst mal muss ich sagen, nur wer Arbeitsschutz trägt, kann sich natürlich schützen. Und die wenigsten tun dies, beziehungsweise es wird häufig die falsche Auswahl am Arbeitsschutz getätigt. Die Kunden haben eine Vielzahl von Möglichkeiten im Bereich Arbeitsschutz, wissen aber nicht genau, was sie einsetzen sollen. Und dann passiert es halt, der falsche Arbeitsschutz wird gekauft, er wird erworben und der Mitarbeiter ist äußerst unzufrieden und das Ergebnis, er trägt ihn nicht. Okay, wie können dann ihr jetzt als PV Automotive, wie könnt ihr den Kunden unterstützen bei der richtigen Auswahl? Also im Vorfeld haben wir bereits durch das Produktmanagement die Teile zusammengefasst, die für den Kunden wichtig sind. Innerhalb dieses Spektrums hat der Kunde dann die Möglichkeit auszuwählen, was er noch braucht. Natürlich, der VB, der Verkaufsberater, muss da helfend zur Seite stehen. Die Fragen kommen immer wieder. Aber das Produktmanagement weiß auf jeden Fall, was der Kunde braucht. Okay, jetzt hast du eine Grundauswahl, ne? Und dann sagen sie, okay, jetzt das sieht super aus, ja. Ich weiß immer noch nicht, was brauche ich wirklich. Das heißt, wenn jetzt Rückfragen vom Kunden kommen, was macht er dann, der VB oder ihr? Oder, ne? Also die Rückfragen, das ist schon mal toll, weil dann wissen wir, der Kunde hat sich mit der PSA befasst. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Jetzt fängt der Kunde an, seine Fragen zu stellen. Anhand der Unterlagen ist vielleicht schon der VB in der Lage, die richtigen Antworten zu treffen oder die Auswahl. Kann er dies nicht, kann er sich natürlich weiterhin an die Technik beziehungsweise an uns, das Produktmanagement, wenden, um die Lösung für den Kunden zu finden. Jetzt haben wir es theoretisch gelöst. Ne? Kannst du uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele zeigen für, ja, für eine Werkstatt oder für Outdoor? Für Outdoor. Gut, lass uns einfach mal mit dem Handschuh beginnen. Wir gehen mal hier rüber. Bei den Handschuhen, da gibt es natürlich viele Sachen. Wir können mit feinfühligen Tätigkeiten anfangen. Wir können ein bisschen mehr zu den groben Sachen kommen. Hier sage ich einfach der FlexMax 663 von Honeywell. Ein Top-Handschuh. Wer den einmal an der Hand hatte, weiß einfach, wie gut es sich damit arbeiten lässt und wie reibungslos vor allen Dingen. Und was am wichtigsten ist, die gesetzlichen Kriterien sind erfüllt. Das Ganze können wir weiter natürlich auch zu Winterhandschuhen, die wir aktuell hier nicht ausstellen. Es ist leider noch nicht so kalt. Was heißt denn hier leider? Ist gut so? Ja, für euch. Aber die Jahreszeit kommt. Im Prospekt sind sie alle aufgeführt, weil Winterhandschuhe haben halt eine andere Grundausstattung als ein reiner Montagehandschuh. Macht Sinn. Weiter zu Bekleidung. Ja, genau. Schuhe waren die ersten Produkte, die eine hohe Akzeptanz hatten im Arbeitsschutz, weil laufen muss jeder. Hier möchte ich auf unseren Partner Bark hinweisen. Bark ist in der Lage, den Schuh so orthopädisch für den Kunden zu gestalten, dass ein komfortabler Tragegenuss den ganzen Tag vorhanden ist. Also so ähnlich wie ein Sportschuh. Das Ganze mit allen Features, die der Schuh bieten kann, leicht, schützend oder auch innovative Verschlusssysteme, wie das Boa-System von Bark. Ja, ich würde es gerne nochmal vorführen. Ich verschließe den Schuh durch leichtes Drehen, hebe die Kappe wieder an, kann den Schuh komplett öffnen. Der Mitarbeiter kann in den Schuh einsteigen, ohne vielleicht hinten die Ferse zu zerstören. Mensch, das ist ja für die Faulen unter uns, ne? Die ja noch keine Schleife machen wollen. Ne? Ha. Habe ich mir nicht erlaubt zu sagen. Ja, aber das mache ich da mal. Ne? Ich meine, das wäre auch ein System für mich. Ich bin auch so ein Fauler. Immer noch reinschlüpfen, zumachen, fertig. Also, P
PV bietet einfach die Möglichkeit für die Werkstatt, das richtige Produkt zu finden. Der VW unterstützt gerne und vor allen Dingen der Kunde ist auf der sicheren Seite. Er hat das Produkt, was ihm auch von gesetzlicher Seite vorgeschrieben wird. Karl, besten Dank für die Information. Das heißt, wenn ihr hier an dem Stand seid und ihr seht hier Produkte, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es für die gesetzlichen Vorschriften sind erfüllt. Und das, was hier ausgestellt wird, ist auch eine gewisse Standard. Also das heißt, ihr habt einen Qualitätsstandard, ihr habt einen Standard, den ihr erfüllt. Natürlich. Erstmal, unsere Kunden sind uns natürlich wichtig und wir wollen auch unseren Standard halten. PV steht für einen Standard und den müssen wir auch und den wollen wir auch mit den Produkten ausdrücken. In dem Sinne, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Und ich gebe an meine Kollegin Silke.